So, hallo und herzlich willkommen heute mal am Computer, weil dann können wir uns die Grafiken am besten angucken. Wir machen Waldrückblick bzw. Waldzustandsrückblick auf 2021. Das hier ist die Kurzfassung. Das ist wichtig, weil es gibt auch noch eine Langfassung. Habt ihr also Lust, euch damit ganz intensiv auseinanderzusetzen, dann würde ich euch empfehlen, möglicherweise gleich die Langfassung zu gucken, weil nach der Kurzfassung seid ihr dann bei manchen Sachen, die in der Langfassung dann halt noch ausführlicher kommen, schon gespoilert. Da sind aber noch Sächelchen drin, die hier überhaupt nicht vorkommen. Also eure Entscheidung, ich würde es nur andersrum empfehlen, wenn ihr es sowieso vorhabt. Ja, wenn ihr es ohnehin nicht vorhabt, dann seid ihr hier genau richtig und damit herzlich willkommen. Ein bisschen setze ich voraus, dass ihr meine anderen Videos zu dem Thema schon gesehen habt, also die anderen Waldrückblicke und möglicherweise auch schon langjähriger Zuschauer seid, dann versteht ihr das hier besser. Wenn nicht, dann gegebenenfalls hier und da vielleicht nochmal nachfragebedürftig. Und ansonsten kann ich auch die Langfassung diesbezüglich empfehlen. Die ist halt dann auch ausführlicher und erklärt manche Sachen vielleicht ein bisschen besser. Gut, wir legen aber in jedem Fall los und schauen uns diese schöne Grafik hier an. Die ist von der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-Württemberg, Waldzustandsbericht 2021 und den Link zu sämtlichen dieser Grafiken und dieser Quellen grundsätzlich, die ich hier verwendet habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier können wir also jetzt sehen, wie sich der durchschnittliche also oder der mittlere Nadelblattverlust aller Bäume in Baden-Württemberg in verschiedenen Altersgruppen von 1985 bis 2021 entwickelt hat. Und da sehen wir, wenn wir uns jetzt die rote Linie angucken, die ist tendenziell seit 85 angestiegen. Das ist bei der blauen Linie noch deutlicher. Und bei der grünen Linie ist es netto eigentlich ziemlich ausgeglichen. Da ist also nicht allzu viel passiert. Es gibt natürlich Berge und Täler, wie man sehen kann, aber die jungen Bäume scheinen mit den letzten 36 Jahren der Waldentwicklung ganz gut zurechtgekommen zu sein und denen ist es wohl recht egal, dass es in den letzten 36 Jahren deutlich wärmer geworden ist und Extremwetterereignisse deutlich zugenommen haben. Und um diese Extremwetterereignisse geht es ja jetzt auch, weil 2018 während 2017, wie man sehen kann, noch ein ganz gutes Jahr für den Wald gewesen ist, für den Waldzustand bzw. den Nadelblattverlust, ging es ab 2018 dann deutlich hoch. Ja, je höher, desto schlechter. Muss klar sein in diesen Grafiken. Und 18 haben wir quasi erst eine Idee bekommen von den Auswirkungen, die uns wahrscheinlich im nächsten Jahr erst klar geworden wären. Dumm nur, dass das nächste Jahr wieder ein mieses Jahr gewesen ist. Wieder sehr trocken, sehr dürrelastig. Und das hat dann zu einem deutlichen Anstieg der Waldschäden, der Wald Blattverluste, Laubverluste, Nadelverluste geführt in 2019 und dann waren dann 2020 natürlich noch die Spätfolgen von 2019 zu erwarten. Dankenswerterweise haben allerdings, wenn wir uns jetzt die grüne Linie angucken, die jungen Bäume bereits angefangen von 2020 von 2019 auf 2020 sich ein wenig zu regenerieren. Da kann man also sehen, junge Bäume haben schon noch ein gewisses Regenerationspotenzial und ja, ganz anders sieht es bei den alten Bäumen aus. Da liegt auch die durchschnittliche Laubverlustrate natürlich deutlich höher als bei der roten Linie, also dem Mittelwert über alle Bäume, und massiv viel höher als bei der grünen Linie, bei nur den jungen Bäumen. Und das ist sowas, was wir generell aus den letzten Jahren auf jeden Fall mitnehmen müssen. Je älter ein Baum wird, desto anfälliger wird er für Klimaveränderungen. Das darf man inzwischen sicherlich als ziemlich wahrscheinlich ansehen. Noch nicht als gesichert, aber ja, die Zahlen sprechen da schon ziemlich eine eindeutige Sprache. Das heißt, auch für die Anhänger der Urwaldbewegung, also die der Meinung sind, wir müssen viel mehr Wald in Ruhe lassen, dass der dann schon auch noch älter wird. Aber derzeit eben alte Bäume, die wir in Ruhe lassen, nicht unbedingt super stabil wirken.
Ja, und gerade die, die jetzt schon alt sind, die dann das Fundament eines möglichen Urwalds von morgen sind, die wirken überhaupt nicht mehr besonders vital. Und es könnte also sein, dass eben durch diese sehr schnelle Entwicklung des Klimawandels eben uns die alten Bäume weitestgehend wegsterben werden und wir uns dann eher wirklich in der Zukunft mehr Sorgen um die neue Generation von Wald machen müssen, beziehungsweise unsere Hoffnungen in die neue Generation von Wald setzen müssen. Dass junge Bäume generell weniger empfindlich für Trockenstress sind, ist es immer so. Möglicherweise können wir hier aber auch schon eine genetische Anpassung der jüngeren Bäume sehen, die eben ja von ihren Eltern sozusagen, die bereits gemerkt haben, seit 100 Jahren wird es hier irgendwie wärmer und irgendwie komischer und irgendwie trockener gegebenenfalls, die haben ja schon beim Keimen dann quasi von den Elternbäumen, sofern es sich um Naturverjüngung handelt, da gewisse Anpassungen mitbekommen und diese könnten jetzt bereits eben in der positiven bzw. in der nicht negativen Entwicklung der grünen Kurve sichtbar sein könnten. Das ist natürlich hochspekulativ, aber nur damit wir da mal drüber gesprochen haben. Ja, aber es ist ein Trend, ne? Oder eine Tendenz, nennen wir es eine Tendenz. Eine Tendenz ist ein sehr kleiner Trend. Gut. Tatsache ist, jedenfalls hat 2018 dazu geführt, dass danach die Werte des Nadelblattverlustes stark angestiegen sind bis zu 2020 hinein und bis jetzt 2020 auch 2021. Die Erhebung der Daten ist immer sowas im Sommer plus minus. Da hat sich dann doch in allen Kategorien eine deutliche Verbesserung eingestellt. Bei den jungen Bäumen ging das ja eben schon ein Jahr vorher los, aber jetzt haben wir überall eine ganz ordentliche Verbesserung. Und wenn wir uns jetzt mal den Rückgang der Kurve mit im Vergleich zu anderen Jahren angucken, ist es auch ein ganz, ganz netter Rückgang. Und dass der jetzt bereits schon stattfindet, also die Verbesserung des Waldzustands, der Rückgang der Schäden sozusagen, da können wir wirklich froh drum sein. Das ist nicht selbstverständlich, weil die Schäden sind wirklich immens am Wald. Das weiß jeder, der in letzter Zeit mal im Harz zum Beispiel gewesen ist oder im Sauerland. Das sind so zwei typische Regionen. Oder noch schlimmer und tatsächlich so die schlimmste Ecke in Anführungszeichen, für die noch lebenden Bäume. Ja, wenn sie fehlen, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber für die noch stehenden Bäume ist derzeit so die schlimmste Ecke in Deutschland wahrscheinlich die Rhein-Main-Ebene. Dazu kommen wir dann später noch. So, das haben wir jetzt gesehen. Jetzt gehen wir mal weiter. Das Gute an der Waldzustandserhebung, wie sie derzeit noch gemacht wird, ist, dass sie so seit 36 Jahren gemacht wird. Das gibt also sehr valide Daten und die Zeitreihenanalyse, die wir gerade gesehen haben, ist eben auch entsprechend, ja, valide, weil immer nach der gleichen Methode entwickelt. Ermittelt, das wollte ich sagen. Und dementsprechend kann man das auch gut eben über die Jahre vergleichen und muss da nicht rumspekulieren, sondern die Zahlen, wie wir sie da gerade gesehen haben, die sind sehr, sehr gut statistisch und wissenschaftlich abgesichert. Doof nur, möglicherweise sagen die Zahlen nicht ganz so viel aus, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Denn das hier ist die klassische Tabelle, die seit eben 85 so existiert, die einem sagt, wie man dann folgende Grafik zu erstellen hat. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Eine Waldzustandserhebung, früher Waldschadenserhebung, soll so aussehen. Das gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an. Aber wir haben hier grün, gelb und rot. Rot ist halt ganz schlimm. Gelb ist so eine Vorwarnstufe zu ganz schlimm. Und nur grün soll gesund sein. Und das äußert sich eben auf dieser Tabelle hier, die davon ausgeht, dass wir eigentlich nur sehr wenig Möglichkeiten haben, jetzt mal im Vergleich auf grün zu kommen. Das muss also ein Baum sein, der einen durchschnittlichen Nadelblattverlust von 0 bis 10% aufweist, also fast keinen, und auch maximal 11 bis 25% Anteil vergilbter Nadeln oder Blätter aufweist. Jetzt muss man wissen, seit ungefähr den 2000er Jahren, als die losgingen, spielt Vergilbung bei Nadeln oder Blättern überhaupt keine Rolle mehr im Wald. Das war was anderes, als man sich das 85 ausgedacht hat. Da gab es das noch, inzwischen ist das weg.
Das spielt wirklich nahezu überhaupt keine Rolle mehr. Das heißt, wir können alle die drei rechten Spalten unserer Tabelle, die können wir einfach ignorieren und gucken uns nur noch die linke an. Das ist ja gut, dass Vergilbung keine Rolle mehr spielt. Das ist wirklich ein toller Erfolg und da kann man auch dankbar und froh drum sein. Nur jetzt für die weitere Forschung macht es halt keinen Sinn, das noch groß zu untersuchen, weil sie es erledigt hat. Kostet nur Geld, unnötig, meiner Meinung nach. So. Also, nur die linke Spalte ist interessant und da haben wir von 0 bis 10% durchschnittlichen Nadelblattverlust. Das ist ein gesunder Baum per Definition. Von 11 bis 25%, das ist ein Baum mit leichter Vitalitäts-, mit leichten Vitalitätsverlusten. Und alles drunter, ja, beziehungsweise alles mit mehr als 25% durchschnittlichem Nadelblattverlust, das ist ein Baum mit starken Vitalitätsverlusten. Entschuldigung, ich habe durchschnittlich gesagt, ich meine ohne durchschnittlich, ja, also wirklich tatsächlichen Nadelblattverlust auf den Einzelbaum bezogen. Blöd ist jetzt, was mir schon seit Jahren auf den Keks geht, es wird nicht mehr differenziert zwischen 26 bis 60%, 61 bis 99% oder 100%, alles ist gleich rot. So, und das resultiert jetzt eben in so einer Grafik. Wie gesagt, die ist gesetzlich vorgeschrieben, dafür kann Thüringen nichts, auch wenn die jetzt hier aus Thüringen stammt. Ja. In der halt sehr viel Rotes. Gerade übrigens für die Qualität kann ich auch nichts, die ist so rauskopiert aus dem entsprechenden Waldzustandsbericht. 2019 hatten wir also sehr viel Rot, 2020 hatten wir sehr viel Rot, 2021 ist der Rotbalken deutlich zurückgegangen. Das ist schon irgendwo aussagekräftig, nur dummerweise haben wir keine Ahnung, wie viel von unserem Rotbalken jetzt schon komplett abgestorben ist, kurz vorm komplett abgestorben sein ist oder lediglich bei 26% Schaden liegt und damit noch eigentlich ein ziemlich gesunder Baum. Denn inzwischen kann man sagen, um ein gesunder Baum zu sein, braucht man nicht nu maximal 0 bis 10% durchschnittlichen Laubverlust, sondern ich habe schon wieder durchschnittlich gesagt, Laubverlust, einfach nur so. Sondern das ist man noch bis 25 ungefähr, ja, auch teilweise bis 30. Hängt von der Baumart ab, hängt von der Situation ab, in der sie steht, aber Bäume mit 30% Laubverlust, die können noch wunderbar wachsen, die können sehr vital sein und können auch Dürrejahre noch gut überstehen, wie jetzt die letzten Beispiele leider sehr eindrücklich gezeigt haben oder dankenswerterweise, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ja, also das ist also völlig veraltet. Gelb sollte eigentlich noch grün sein und dann könnte man bei der ersten Rotstufe sozusagen mehr so ein Orange einführen und dann erst so ab tatsächlich 60% würde ich von Rot ausgehen und ab 60% durchschnittlichem Laubverlust. Ich habe wieder durchschnittlich gesagt, ich sage das noch ein paar Mal. Da ist dann wirklich der Baum schwer krank und da darf man sich auch Sorgen machen, ob er nächstes Jahr überhaupt noch irgendwelche grüne Pflanzenmasse aufweist. Das heißt, das hier ist hoffnungslos veraltet und auch ziemlich blöd inzwischen. Ja, aber so steht es im Gesetz. Wie gesagt, das hat man halt einfach seit Ewigkeiten nicht geändert. Möglicherweise mag da ja unser neuer Landwirtschafts- und damit auch Forstwirtschaftsminister mal drüber gucken und sich diesbezüglich was einfallen lassen, falls er das sieht. Hallo. Ja, ist nur so eine Idee. Gut, ja, also das ist diese klassische Darstellungsweise. Da können wir sehen, ja, was sehen wir da? Wir sehen, dass der Grünanteil ziemlich gering ist. Und wenn wir uns dieses Ding jedes Jahr angucken, dann haben wir den Eindruck, der Wald stirbt so vor sich hin und im Grunde gibt es da kaum noch gesunde Bäume. Nur noch 14% aller Bäume sind gesund im Jahr 2021. Im Jahr 2020 waren es nur noch 9%. Das entspricht nicht der Realität. Das ist schlicht und ergreifend völliger Mumpitz. Man findet schon noch deutlich mehr gesunde Bäume. Auch wenn es dem Wald echt nicht gut geht, das hier ist Schwarzmalerei. Und das kann übrigens auch politisch sehr schön instrumentalisiert werden. Darüber hat man in den letzten Jahren in anderen Teilen dieser Reihe auch schon drüber gesprochen. Das hier sind übrigens die Laubbäume, ja, was wir hier jetzt gerade sehen.
Die sind noch vergleichsweise gut dran, könnte man meinen. Also die Realität ist, dass die Laubbäume die Dürre insgesamt besser überstanden haben als die Nadelbäume, weil zu den Nadelbäumen gehört ja auch die Fichte und die ist großflächig am Wegsterben. Tatsache ist aber, dass hier diese eben inzwischen nicht mehr zeitgemäßen Daten und diese nicht mehr zeitgemäße Form der Darstellung tatsächlich uns das Bild vermittelt, dass es den Nadelbäumen viel besser geht. Die haben nämlich 23% gesunde Bäume und nur 42% in der roten Stufe. Ja? 53% rote Stufe. 42% rote Stufe. Ja, wie? Nadelbäume sind also doch besser an den Klimawandel angepasst. Das könnte man jetzt zum Beispiel mit so einer Grafik behaupten, wäre aber Mumpitz. Denn eine realistische Grafik und eine Grafik, die nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern die sich die Kollegen aus Thüringen selbst haben einfallen lassen, sozusagen, ist diese hier. Und da können wir nämlich mal eben sehen, die Anzahl der abgestorbenen und entnommenen Stichprobenbäume, also die Bäume, die untersucht werden im Rahmen der Waldzustandserhebung von 2002 bis 2021. Und da sehen wir mal, abgesehen von 2007, da gab es einen Sturm, haben wir hier eine massive, gigantische Zunahme von tatsächlich toten Bäumen im Jahre 2020, ganz massiv. Na, das lag nämlich daran, dass sich da eben die Spätfolgen zwar von 2018 und 2019 auf akkumuliert haben und 2021 eigentlich ja jetzt ein recht normales Jahr und eigentlich ein Jahr, wo wir gerade in Baden-Württemberg in der Kurve ja gesehen haben, dass sich der Waldzustand verbessert hat, trotzdem noch massive Mengen an fehlenden Stichprobenbäumen, weil sie schlicht tot sind. Das heißt, diese Form der Darstellung hier, die ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß und die geht nämlich nicht da, die geht nämlich davon aus, dass die Bäume noch alle leben für diese Form der Darstellung. Ist ein Baum gar nicht mehr vorhanden, weil er bei der Untersuchung und beim Angucken der Bäume schon längst fehlt, wenn da eine Kahlfläche ist oder ähnliches, dann geht das nicht in die Statistik mit ein. Das ist das große Problem, weshalb wir jetzt eben diesen Waldzustandsberichten nur sehr begrenzt glauben dürfen. Es sei denn, wir gucken uns solche Grafiken an und bloß nicht diese da. Die können wir also ignorieren. Wenn ihr irgendwo diese Ampelgrafiken seht, ignorieren. Zumindest jetzt mal für die nächsten Jahre. Denn, guckt euch mal diese schöne Karte hier an. Ich hoffe, die sieht man einigermaßen. Da haben wir jetzt, also die ist natürlich auch wieder ein bisschen unscharf, blaue Punkte, eine grüne Fläche, das ist die Waldfläche in Thüringen, und rote Punkte. Die roten Punkte, also die blau, sämtliche Punkte, ja, das sind die Orte, an denen die Waldzustandsuntersuchung stattgefunden hat. Da hat man sich die Bäume angeguckt und mal geschaut, wie geht's denn denen. Also an sämtlichen Punkten, egal ob rot oder blau. Bei den blauen war das noch möglich. Bei den roten konnte man zum Waldzustand leider nichts sagen, weil da kein Wald mehr steht. Und jetzt, anstatt dass jetzt in die Statistik eingeht, an dieser Stelle ist der Wald vollständig vernichtet und der Waldzustand ist entsprechend katastrophal. Durchschnittlicher Nadelblattverlust 100%, weil da gibt es ja gar keinen Wald mehr. Logischerweise hat er dann eigentlich 100% durchschnittlichen Nadelblattverlust. Nee, stattdessen ruht dann einfach der Punkt und wird in der Statistik nicht mehr aufgeführt. Das hat man sich damals so ausgedacht. Das nennt man einen Ausreißer aus der Statistik nehmen. Das ist eine wesentliche Grundlage für: Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich wollte diesen Spruch auch mal bringen. Ja, das kann man nämlich ganz wunderbar machen, indem dieser eine Datensatz scheint mir jetzt irgendwie ziemlich extrem zu sein. Das ist bestimmt ein Rechenfehler oder ein Messfehler. Den nehmen wir mal raus aus der Statistik. Und schwuppdiwupp sieht die Statistik viel angenehmer aus. Und dadurch kommt auch zustande, dass die Werte der Nadelbäume, wie eben gesehen, erstaunlich gut sind in Thüringen. Einfach weil an den Punkten, wo die roten Punkte sind, kein einziger Nadelbaum mehr steht, der ansonsten einen Laubverlust von 99 oder 100% aufweisen würde und die Statistik versauen würde. Ja, das kann man alles wunderbar rausnehmen. Ich möchte noch mal betonen, die Kollegen aus Thüringen können da überhaupt nichts dafür. Im Gegenteil, sie protestieren auch gegen diese Methode, aber die ist so noch mal gesetzlich vorgeschrieben, was dringend reformbedürftig ist.
Das wird vielleicht auch 1985 eine gute Idee gewesen sein. Das will ich ja gar nicht allzu sehr diskutieren. Aber das verfälscht die Statistik ganz ungemein. Um das nochmal klar zu machen, rein von diesen Zahlen hier, diesen Zahlen, ist die Fichte derzeit der vitalste Baum von Thüringen. Das ist Quatsch. Die Fichte ist der mit Abstand abgestorbenste Baum von Thüringen. Das sehen wir nämlich hier, nämlich der graue Balken in dem ganzen Zeug. Das ist die Fichte. Also die mit Abstand am häufigsten tot aufgefundene Baumart. Die am absolut meisten gelitten hat in den letzten Jahren, ist die, die jetzt, weil tote Bäume nicht mehr gezählt werden, komischerweise plötzlich die besten Zahlen aufweist. Ne? Lasst euch das mal noch auf der Zunge zergehen und wenn euch das nicht ausführlich genug war, guckt die Langfassung. So, wir gehen mal nach Bayern. In Bayern, das muss ich jetzt ein kleines bisschen vom Zoom verändern. Einen Moment, sonst kriegen wir das nicht schön aus Bild. Haben wir diese Karte. Das ist eine ganz wunderbare Form der Darstellung. Und da Bayern nun mal Bayern ist und sich um die Gesetzgebung des Rests der Bundesrepublik nicht immer kümmert, nein, das ist jetzt eine böse Unterstellung. Aber Bayern hat tatsächlich das Ampelsystem zum Fenster rausgeschmissen für die Darstellung, wie hoch der Waldschaden ist und hat stattdessen ein fünfgliedriges System eingeführt. Das seht ihr hier unten links in der Legende. Da haben wir nämlich die Schadstufen 0 bis 10%. Und 0 bis 10% ist dunkelgrün, weil das halt wirklich als ein sehr, sehr vitaler Baum zu verstehen ist. Wer in dem Bereich unterwegs ist, dem geht's klasse. Das sind richtig, richtig, richtig gesunde, toll wachsende, super wertvolle, ökologisch auch wertvolle, ganz tolle Bäume. Ja, davon ist leider nicht jeder Baum betroffen von diesem Zustand, aber es sind dann doch auch ein paar. Und das ist was Schönes und darüber darf man sich freuen. So, und dann kommt die etwas weniger dunkles Grünphase von 10 bis 25% durchschnittlicher Nadelblattverlust über alle Baumarten nach Regierungsbezirken 2021, um das nochmal kurz vorgelesen zu haben. Da haben wir dann nämlich immer noch sehr viele. Da seht ihr die Kuchendiagramme in den jeweiligen Regionen von Bayern. Und denen geht es auch noch gut. Also man braucht sich wirklich um einen Baum, der im Bereich des helleren Grüns liegt, keine Sorgen zu machen. Dem geht's gut. Der wächst noch wunderbar. Der hat keine schlimmeren Krankheiten. Der hat Vitalität. Der wird auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch dastehen. So schnell stirbt der nicht ab. Das ist ein gesunder Baum. Da darf man wirklich von gesund sprechen. Man muss halt differenzieren zwischen gesund und super. Super gesund und super vital. Das würde man beim Menschen ja auch machen. Also die Dunkelgrünen, das sind so Spitzensportler, durchtrainiert bis zum geht nicht mehr. Und die Hellgrünen, das ist ein stinknormaler Durchschnitts-Otto-Normalverbraucher. Sowas in die Richtung. So, und dann die gelbe Phase, 25 bis 60% durchschnittlicher Nadelblattverlust. Da darf man dann anfangen, sich langsam Sorgen zu machen. Diesem Baum geht es nicht mehr gut. Der weist Schäden auf. Den muss man im Auge behalten, sozusagen. Da könnte es passieren, dass es dem bald noch einen Ticken schlechter geht. Ja? So, das ist realistisch. Und wenn wir uns jetzt Oberfranken angucken, dann macht das, oder Mittelfranken, dann macht das die Hälfte vom gesamten Wald aus. Ist das schön? Nein. Aber bedeutet das, dass der komplette Wald da jetzt gleich nächste Woche tot umfällt, wie das eben mit diesen Balken, mit dem ganz viel Rot den Eindruck erweckt und das suggeriert? Nein, das bedeutet es auch nicht. Ja? Also das muss man sich schon klar machen. Selbst in Mittelfranken, wo wir die schlechtesten Werte in Bayern haben, da sind immer noch, ja, so circa 80% vom Wald nicht stark geschädigt. Also, sie sind noch ein Wald und ein Wald, der auch morgen noch und auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch so dastehen wird. Lediglich, wenn es dann orange wird, da darf man sich dann wirklich Sorgen machen. Das ist ein kranker Baum, ja, gar keine Frage. Der kann sich unter Umständen vielleicht nochmal erholen, wäre aber auch sehr realistisch, dass er dann ein Jahr später im roten Bereich anzutreffen ist. Und was im roten Bereich ist, den sieht man in dieser Grafik kaum, weil der wirklich sehr selten ist. Statistisch und prozentual im Vergleich zur Gesamtwaldverteilung, die sind wirklich vom Tode bedroht sozusagen oder halt bereits schon abgestorben. So,
Und jetzt nochmal zurück zu unseren Kuchen, die wir hier haben. Gibt es davon viel? Nein, gibt es nicht. Ist das also hier eine unnötige Panikmache, diese Form der Darstellung, insbesondere bei den Laubbäumen? Ich würde sagen, schon irgendwo. Der Waldzustand ist ernst, das darf man auch nicht verschweigen, aber so schlimm, dass gefühlt 53% aller Bäume fast nahezu komplett tot sind, nee. Ne? Aber darüber rege ich mich jedes Jahr auf. Jedenfalls haben wir hier diese wunderbare Form der Darstellung. Das ist eine der besten Karten in sämtlichen Waldzustandsberichten, die ich zu 2021 gesehen habe. Das ist ein toller Überblick. Man weiß sofort, was ist Sache. Und dass das jetzt in die Regierungsbezirke Bayerns getrennt ist, ja, das liegt halt daran, dass Bayern nun mal sehr viel Wert auf seine Regierungsbezirke legt und ein Mittelfranke gefälligst kein Oberfranke ist und ein Oberbayer schon gar nicht irgendwas mit einem Unterfranken zu tun hat. Im Gegenteil, ja. Aber das muss ich ja niemandem erzählen. Die Empfindlichkeiten in Bayern sind ja bekannt. So, es gibt dazu auch noch eine schöne Tabelle. Hier übrigens nochmal die Quelle. Sowohl für die tolle Karte, die wir gerade gesehen haben, als auch jetzt für diese Tabelle. Und da ist es jetzt nicht nach Regierungsbezirken, das gibt es zwar auch, aber sondern nach Regionen, also geografisch aufgeteilt. Und da können wir sehen, über alle Baumarten, ne, Bayern gesamt 26%. Das ist ein bisschen besser als in Baden-Württemberg, aber es gibt halt einen deutlichen Unterschied zwischen zum Beispiel Bayern Süd. Alpenrand, noch nicht Alpen wirklich, aber Alpenrand. Da ist die Situation sehr entspannt, während in Nordbayern, na, haben wir gesehen, die Bereiche mit relativ viel Gelb, wo auch die kompletten Regierungsbezirke gelb unterlegt sind, da stellt sich die Situation doch noch erheblich schwieriger als zum Beispiel im durchschnittlichen Baden-Württemberg dar. Und wenn wir uns jetzt noch die fränkischen Trockengebiete anschauen, das dürfte eine der schlimmsten Regionen sein, was derzeit die Zukunft des Waldes angeht für Deutsche, ja, in Deutschland gibt es wenig Regionen, die so, ja, pessimistisch zu betrachten sind wie die berühmten fränkischen Trockengebiete. Und da kommen wir auf 29,3%. Es gibt noch Regionen in Deutschland, der sieht es noch mieser aus, aber die fränkischen, sogenannten fränkischen Trockengebiete, das sind Fränkische Platte, Keuper und Jura, die sollte man schon wirklich im Auge behalten. So, und die Fichte hat hier jetzt auch realistische Werte, weil da ist nicht so viel tote Fichte mit eingerechnet bzw. rausgerechnet aus der Statistik. Wir haben also insgesamt 24,3%, in den Alpen 25,9%, und das ist vielleicht der realistischste Wert überhaupt. Denn in den Alpen sind kaum Fichten abgestorben, in Bayern gesamt sind auch wieder die toten Fichten rausgerechnet, ne? Die spielen einfach keine Rolle für die durchschnittliche. Den durchschnittlichen Nadelverlust. Und in den Alpen gibt es kaum Tote. Und damit können wir wirklich sagen, in der Region, wo die Fichte am ehesten zu Hause ist, von Gesamtdeutschland, und wo es ihr am besten geht, von Gesamtdeutschland, wo sie am allerehesten Zukunft hat, da hat sie 25,9% durchschnittlichen Nadelverlust. Das heißt, auch da geht es ihr nicht wirklich, wirklich gut. Aber das ist auch kein Grund, jetzt zum Beispiel zu sagen, ab sofort darf keine Fichte mehr im Alpenmischwald, Bergmischwald der Alpen rumstehen. Oder gar im Hochlagenwald der Bayerischen Alpen. Also in Bayern hat die Fichte schon noch Zukunft, und auch der Fichtenreinbestand ist im Bereich, zumindest hier, tatsächlich in Bayern auch noch weiter möglich. Oder auch im Bereich hier, wie man sehen kann. Auch da sind recht gute Werte. So, dann haben wir hier jetzt auch mal was zur Tanne. Tanne erwähne ich ja immer als mögliche Zukunftsbaumart, insbesondere was das Nadelholz angeht, da sie relativ resistent auf Dürre reagiert bisher. Die hat in Bayern gesamt 22%, und das ist der beste Wert über alle Hauptbaumarten. Ne? Es gibt noch so ein paar seltenere Baumarten, die stehen natürlich noch besser da, aber über die wirtschaftlich relevanten Baumarten, die auch einen Großteil des Waldes ausmachen, also wenn die fehlen, haben sie Riesenlöcher im Wald, deswegen sind die auch ökologisch durchaus wichtig. Da ist die Tanne wirklich am besten dran, und das variiert so ein bisschen, je nachdem, in welcher Region man guckt. Im Alpenbereich tatsächlich auch kaum tote Tannen wieder, beziehungsweise ein paar Sturmwürfe, die gibt es immer, jedes Jahr. Und das ist der realistischste Wert, ja? Sage ich jetzt mal vorsichtig. Da gehört sie dann auch wieder hin. In manche Mittelgebirge gehört sie natürlich auch. Insgesamt
Die Tatsache, dass hinter dieser Zahl nur sehr wenig tote Bäume die Statistik kaputt machen, darf man sich über die Tanne schon freuen und man darf nach wie vor sagen, die Tanne sei eine klimastabile Baumart. Der Wert wäre übrigens noch niedriger, wenn wir nicht gerade das Problem hätten, dass die Tanne unter der Tannenmistel zu leiden hat. Mistel, dazu habe ich mal ein extra Video gemacht, das ist ein Halbschmarotzer, also ein pflanzlicher Parasit quasi, der auf anderen Bäumen wächst und deren Wasserleitung anbohrt und denen dann das Wasser klaut. Und das ist in Dürrejahren natürlich ziemlich katastrophal. Dazu kommt, dass die Tannenmistel sich mit Ausbreitung der Temperatur, also mit Erhöhung der Temperatur, auch deutlich schneller ausbreiten kann. Und vor allen Dingen in Baden-Württemberg und Bayern, also sprich in Süddeutschland, haben wir eine massive Ausbreitung der Tannenmistel, die für einen Großteil der Schäden an der Tanne tatsächlich dieses Jahr verantwortlich ist. Baden-Württemberg hat sich zum Beispiel die Situation der Tanne insgesamt leicht verschlechtert, weil eben die Tannenmistel jetzt dafür verantwortlich ist. Die Dürre selber, das würde die Tanne gut überstehen. Die Tannenmistel, die macht jetzt Schwierigkeiten. Das müssen wir auf jeden Fall die nächste Zeit im Auge behalten, wie die Schäden durch Tannenmistel sich entwickeln. Das ist auf keinen Fall gut. Kiefer sieht insgesamt 34,1% ziemlich mies aus. Aber da müssen wir auch wieder differenzieren. Bayern Süd oder gar Alpen, da gehört sie hin. Ja, da gibt es Kiefernbergwälder, da sieht die Welt in Ordnung aus. Das ist ein typisches Ökosystem, in das die Kiefer natürlich reingehört und selbstverständlich geht es ihr da auch gut. Da braucht es vieles, um sie da wirklich richtig umzubringen. Auch ein 2018 und 2019 reicht da nicht aus. Das gleiche gilt für Bayern Süd, 21,1%, auch ein prima Wert, ganz anders schaut es im Norden aus oder gar in Mittelfranken, 38,4%, das ist eine Katastrophe. Deswegen haben wir extra die Kiefer Mittelfranken nochmal extra aufgeführt, um zu sagen, was denn der schlimmste Wert in ganz Bayern ist. Also hier stirbt die Kiefer tatsächlich wahrscheinlich gerade plus minus aus. In 20 Jahren, in 30 Jahren darf man davon ausgehen, dass man hier eigentlich Schwierigkeiten bekommt, noch mit Kiefer forstlich zu arbeiten. Das Dumme ist, in diesen Regionen, diese klassischen Kieferregionen, wo außer Kiefer nichts geht, in denen jetzt trotzdem die Kiefer wegstirbt, da muss man sich sehr große Gedanken machen in der Zukunft, welche Baumart da überhaupt noch wachsen kann. Wenn überhaupt noch eine gefunden wird, die da wachsen kann. Das ist durchaus kritisch. Gut, die Buche sieht eigentlich ganz in Ordnung aus, die ist allerdings flächenmäßig in Bayern auch gar nicht sonderlich viel vertreten. Die Eiche, die sieht zum Teil sogar ganz hervorragend aus, aber das liegt auch daran, dass es nur sehr wenig Eiche gibt in den jeweiligen Regionen und die, die es gibt, die steht dann auf guten Eichenstandorten und daher hat sie dann auch meistens ganz vertretbare Werte. Das heißt, Eiche in Bayern ist jetzt nicht so richtig signifikant, wie der Wissenschaftler sagt. Aber hier stimmt jetzt auch, alle Nadelbäume 27,5%, also ein deutlich höherer Schädigungswert als alle Laubbäume 22,9%. Das ist ziemlich realistisch und das lässt sich auch eigentlich in groben Zügen auf Gesamtdeutschland ganz gut übertragen. Dann gehen wir mal nach Niedersachsen. Quelle ist einmal die Norddeutsche Forstliche Versuchsanstalt. Hier diese Quelle, die möchten gerne so zitiert werden. Das ist aber gut. Ich mag das, wenn man mir sagt, wie ich jemanden zitieren soll. Dann muss ich nicht lange überlegen, wie ich das am dümmsten mache. Und für das, was jetzt folgt, ist das hier die korrekte Quelle. Auch dazu findet ihr die Links mal wieder in der Videobeschreibung. Gut. Lassen wir mal im Bild und gucken uns hier die mittlere Kronenverlichtung in Prozent an. Das ist ein gleiches Bild, wie wir ganz am Anfang hatten für Baden-Württemberg, nur ist es hier weniger bunt. Wir haben oben die Linie der über 60-jährigen Bäume, wir haben unten die Linie der bis 60-jährigen Bäume und wir haben in der Mitte den Durchschnittswert. Hier können wir so ein bisschen feststellen, dass auch weitestgehend bis 2018 bei den jungen Bäumen kaum eine Verschlechterung der Situation festzustellen war. Also bis 2018 kam, ging es den jungen Bäumen relativ gut. Jetzt hat 2018 ordentlich reingebügelt, zusammen mit 2019 und seitdem haben sich die jungen Bäume auf einem deutlich höheren Schadniveau von 16% stabilisiert. Es ist anzunehmen, dass sich das auch noch mal ein bisschen verbessern wird, aber ist nicht so schön. Da sieht Baden-Württemberg, was das angeht, zum Beispiel ein bisschen optimistischer aus. Und Niedersachsen ist ja tatsächlich dann auch das andere Ende unseres doch eher kleinen Landes, global gesehen.
Ja, 22%, allerdings insgesamt ist ein sehr niedriger Wert. Das heißt, wir haben in Niedersachsen doch deutlich weniger Nadelblattverlust als zum Beispiel in Baden-Württemberg oder auch im durchschnittlichen Bayern. Das liegt vor allen Dingen daran, dass sich zum Beispiel die Fichte wieder, Quatsch, die Fichte, die Kiefer wieder ausgezeichnet erholt hat. Also die großen Kiefernanbaugebiete Norddeutschlands, ja, ich sage da absichtlich Anbaugebiete, das sind natürlich keine Naturwälder, aber da, wo man eigentlich nicht viel anderes anbauen kann, außer Kiefer, jetzt forstlich gesehen, da haben wir eine deutliche Regeneration in großen Teilen dieser Fläche. Und das ist eigentlich etwas, womit man schon länger gerechnet hätte, im forstwissenschaftlichen Bereich, denn die Kiefer ist ein sehr dürreresistenter Baum, immer gewesen. Und dass sie jetzt plötzlich aufhört, dürreresistent zu sein, wie zum Beispiel in Franken. Ja, fahren wir nochmal zurück nach Bayern. Hier 38,4%. Das hat viele überrascht. Man ging eigentlich davon aus, dass auch in solchen wirklichen Dürrelöchern die Kiefer noch die richtige Baumart sei. Das ist nicht mehr der Fall. Aber mal abgesehen von den allerextremsten Dürregebieten, ist die Kiefer schon noch in der Lage, und auch in der Lage, eben sich schnell wieder zu erholen nach Dürreereignissen. Und deswegen können wir die Frage, die ich in den letzten Jahren noch mit einem großen Fragezeichen beziffert hätte, ob es denn noch möglich ist, in Norddeutschland weiter reguläre Forstwirtschaft mit Kiefer zu betreiben, können wir inzwischen mit einem Ja wahrscheinlich schon zumindest mal noch eine Weile beantworten. Man wird auch da gucken müssen, dass man vielleicht noch ein paar Alternativen drunter pflanzt, dass man ein bisschen, dass man nicht nur ein bisschen, sondern massiv forscht und guckt, was für zukünftige Möglichkeiten dann noch so zur Verfügung stehen. Aber es sieht jetzt erstmal wirklich nicht so aus, als würde die Kiefer da großflächig zusammenbrechen. Übrigens kommt natürlich dem Kiefernzustand noch zugute, dass es letztes Jahr kaum Waldbrände gegeben hat, also vergleichsweise kaum. Und auch das ist natürlich dann was Positives für den Gesamtzustand der Kiefer. Denn hier haben wir zum Vergleich mal die Fichte und so eine Kurve, wie sie hier jetzt zu sehen ist, haben wir bisher noch gar nicht gesehen, denn das ist eben der Zustand, ein realistischer Zustand für Fichte. Und hier drunter sehen wir noch den Anteil starker Schäden, der ist inzwischen auf 15,3% hochgestiegen. Und das bedeutet, wenn wir das aus den anderen Jahren noch ein bisschen, man kann das nicht einfach addieren, aber man kann es so ein kleines bisschen zusammenzählen, weil es ja inklusive abgestorbener Bäume, da haben wir wahrscheinlich einen Gesamtverlust von Fichte in Niedersachsen um die 20-25%. Möglicherweise sogar noch ein bisschen mehr. Das ist jetzt eine vorsichtige Schätzung. Das kann man natürlich auch noch komplett ausrechnen, aber ich habe dazu jetzt keine einfache Zahl gefunden. Ja? Und das ist also schon, auch gerade wenn wir uns den Anstieg dieser Kurve hier angucken, bei den jungen Fichten. Also jede Fichte, auch die junge, die zeigt jetzt eindeutig, dass man sie in Niedersachsen nun wirklich weit ab von ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet angebaut hat. Und das rächt sich. Daran ist natürlich auch wieder primär der Borkenkäfer schuld, aber es ist im Grunde egal, ob erst die Dürre, dass die Massenvermehrung des Borkenkäfers induziert, oder ob der Kiefer direkt an der Dürre stirbt. Es ist, im Endeffekt ist es immer dasselbe Resultat. Die Fichte ist weg. Habe ich schon wieder Kiefer gesagt? Ich schmeiße immer Fichte und Kiefer durcheinander, das tut mir leid. Ah, Konzentration. So. Also, das ist ein wirklich realistisches Bild für den Zustand der Fichte und das können wir auch auf Gesamtdeutschland weitestgehend übertragen. Es gibt so einige Regionen, wo die Fichte, wie gesagt, noch gut dasteht. Das wäre einmal der Alpenrand, das wäre Südbayern, das sind Teile des Nordschwarzwaldes. Das kann ich mit Sicherheit sagen, weil da wohne ich, ne? Gucken wir uns im Vergleich dazu die Buche an. Da haben wir also die gleiche Entwicklung, wie wir auch in der Gesamtkurve von Baden-Württemberg sehen konnten. Die Buche hat sich von 30%, was 32%, was ein sehr hoher Schadenswert ist, zum Höchststand der Dürre auf 28% jetzt langsam wieder runter regeneriert. Noch viel besser bei den jungen Buchen, die sind jetzt bei 6% angekommen, was sensationell niedrig ist. Das bedeutet,
mehr auf die heimischen Baumarten zu gucken. Jetzt rein von den Zahlen her würde für Niedersachsen und übrigens auch nebendran für Mecklenburg-Vorpommern und für Brandenburg in Teilen, wo es nicht einfach nichts, Buche nicht geht, geht Buche nicht. Aber da, wo Buche geht, ist Buche definitiv eine gute Idee, zumindest in eben Norddeutschland, wenn wir uns hier diese auch sehr rasche Regeneration angucken. Das heißt, die Buchenwaldfläche gehört ausgeweitet oder der buchendominierte Wald. Das muss ja nicht bedeuten, dass das alles Buchenreinbestände sein sollen. Da darf auch noch mal was dazwischen drin stehen, was auch Geld bringt. Das Geldverdienen ist mit Buche allein nämlich eher schwierig. Auch vernünftiges Bauholz generieren und CO2-Speicherung ist mit Buchenholz tendenziell eher schwierig. Daher, ja, mit Vorsicht zu genießen, aber ein buchenbasierter Wald, der vom Ökosystem her ein Buchenwald ist, auch wenn nicht nur Buchen drin stehen, das ist auf jeden Fall was, was in Norddeutschland wahrscheinlich einen Großteil der Zukunft auch ausmachen wird. Auch wenn man sich die Klimaprognosen anguckt, sieht das Buchenanbauklima in Teilen Norddeutschlands auch eigentlich ganz gut aus. Na, mit Vorsicht zu genießen, aber ich bin, was das angeht, inzwischen wieder etwas optimistisch. Grundsätzlich hat die Buche natürlich das Problem der starken Schwankungen. Hier die Zickzacklinie. Das liegt daran, dass sie mal fruktifiziert und mal nicht. Das heißt, sie produziert manchmal viele Bucheckern, manchmal aber auch nicht. Und das wiederum führt dann dazu, dass in den Jahren, wo sie viele Bucheckern produziert, sie deutlich weniger Laub auf dem Baum hat, weil das kostet Energie, die Bucheckern. Und dann ist weniger Energie für Laubbildung da. Und umgekehrt hat sie keine Bucheckern, hat sie mehr Energie für Laub. Und die Menge der Belaubung wechselt per Definition relativ schnell, relativ stark, weil sie ja jedes Jahr das komplette Laub abschmeißt und dann nochmal komplett Neues bildet. Da ist also ein starker Wechsel der Belaubung einfach durch die Tatsache des Laubabwurfs gegeben. So, gucken wir uns hier nochmal diese Grafik an. Wir sehen deutlich kleinere Balken als bei der Fichte. Ja? Diese Linie, die hier noch drin ist und sich da durchschlängelt, das ist der Durchschnittswert über alle Baumarten für Gesamtniedersachsen. Und da können wir sehen, Buche entspricht ungefähr dem Durchschnittswert. So insgesamt einigermaßen passt das ganz gut. Fichte ist schuld, dass der Durchschnittswert überhaupt so hoch ist. Gäbe es die Fichte quasi nicht mehr, dann wäre der Durchschnittswert für die durchschnittliche Anteil starker Schäden inklusive abgestorbener Bäume, der wäre wirklich erheblich flacher. Der wäre vielleicht ungefähr hier einzuordnen. Gäbe es eben die Fichte nicht. Und dann wäre die Buche leider immer noch überdurchschnittlich stark geschädigt, weil eben nicht überall, wo Buche steht, ist auch ein guter Buchenstandort. Trotzdem hat sie sich insgesamt wirklich wieder sehr schnell und sehr gut erholt. Das können wir auch hier sehen, dass eben der Anteil der starken Schäden von 5, ein bisschen auf 3,3% zurückgegangen ist. Das heißt, einige, die mal stark geschädigt waren, haben sich auch aus diesem starken Schädigungsniveau heraus wieder erholt. Das ist nicht einfach und das ist eine gute Nachricht. Gut, dann hier nochmal Quellen, denn wir gehen nach Hessen, da brauchen wir diese zwei entsprechenden Quellen und gucken uns mal die Rhein-Main-Ebene an. Jetzt hatte ich ja schon verraten, das ist derzeit das größte Sorgenkind aller Regionen in Deutschland, was die Waldentwicklung angeht. Und dazu möchte ich zitieren von Paar und Dammann. Wie gesagt, hier steht die Quelle. Zitat: Zu der Rhein-Main-Ebene liegen wissenschaftliche Befunde vor, die auch im politischen Raum diskutiert werden. Zu nennen ist beispielsweise der Forschungsbericht Waldentwicklungsszenarien für das Hessische Ried von Ahner et al. 2013, zu beziehen über die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt. Zusammenfassend wird dargelegt, dass, Zitat im Zitat, die Wälder im Ballungsraum Rhein-Main zu den forstlichen Brennpunkten in Mitteleuropa gehören. Flächenverbrauch, Zerschneidung, Stoffeinträge aus der Luft, steigender Wasserbedarf und biotische sowie abiotische Belastungen führen zu einem schleichenden Destabilisierung der Wälder und damit verbundenen Waldauflösungserscheinungen. Ein geordneter Forstbetrieb ist somit vielerorts nicht mehr möglich. Jetzt muss ich ein ganz kleines bisschen erklären. Biotische sowie abiotische Belastungen, das bedeutet biotisch Käfer, Viren, Pilze, sowas. Abiotisch Wind, Dürre, Trockenheit, generell Schnee, potenziell Kälte, sowas. Gut. Und
Eine schleichende Destabilisierung der Wälder und damit verbundene Waldauflösungserscheinungen. Das ist ein Urteil und das ist schon von 2013 und es ist inzwischen viel schlimmer geworden. Das kann eigentlich nur als gravierend und verheerend betrachtet werden. Und jetzt haben wir hier dieses wunderbare Foto, wunderbar im Sinne von, es ist super typisch dafür, wie die Wälder da in der Region aussehen. Ich war inzwischen auch mal da und habe mir das angeguckt und du kriegst das große Kotzen, um es mal deutlich zu sagen, das ist auf jeden Fall eine Waldsituation, die echt nicht toll ist. Und es wäre ja noch in Ordnung, sofern dieser Wald uralt wäre und sich jetzt langsam dadurch auflöst, dass er halt nun mal uralt ist. Aber das ist er nicht, sondern der sollte eigentlich in der Optimalphase sich befinden, also sprich in der Zeit des größten Zuwachs und der größten Vitalität innerhalb einer Waldentwicklung, der Waldentwicklung. Unten alles verbuscht, alles vergrast, alle möglichen Sachen kommen zwar noch hoch, da wächst schon noch irgendwas, aber man kann es so ein bisschen von unten nach oben erahnen. Die Zukunft dieser Landschaft mag durchaus in einer Steppe oder so einer Art Savanne mit vereinzelten Bäumen liegen. Die Zukunft eines deutschen normalen Mischwaldes ist sehr, sehr, sehr fragwürdig. Und oben werden auch entsprechende mögliche Ursachen, warum das gerade da so deutlich ist, angegeben, nämlich Flächenverbrauch, Zerschneidung, Stoffeinträge aus der Luft, steigender Wasserbedarf. Das sind alles Sachen, die daran liegen, weshalb das jetzt ausgerechnet im Rhein-Main-Gebiet stattfindet, weil das ist nun mal eine der dicht besiedelsten Ecken, die wir in Deutschland so haben. Auf der Autobahn steht stolz ein braunes Schild mit Metropolregion Rhein-Neckar. Das ist richtig, das ist aber für die Natur eine ziemliche Katastrophe. Jetzt möchte ich natürlich auch niemandem sagen, dass er da nicht mehr wohnen darf, weil dadurch die Wälder kaputt gehen. Das ist ja Quatsch. Aber, beziehungsweise, das ist so, aber deswegen kann man nicht umziehen, sagen wir es mal so. Trotzdem haben wir durch die riesige Flächenversiegelung in diesem Bereich, also sprich Parkplätze, Straßen, Häuser, Asphalt in vielerlei Hinsicht oder auch einfach festgestampfter und festgetrampelter Boden, Fußballplatz oder sowas, haben wir eine enorme Flächenversiegelung und damit haben wir einfach viel zu wenig Wassereintrag, der dann hinterher auch Pflanzen verfügbar ist. Soll heißen, wenn es auf den Asphalt regnet, dann fließt das Wasser durch die Kanalisation in den Rhein, in den Main und weg ist es. Und steht halt eben nicht mehr fürs Wachstum von halbwegs natürlichen Ökosystemen wie eben einem Wald zur Verfügung. Das ist ein Riesenfaktor. So, das nächste ist dann die riesige Menge von Schadstoffen, die da durch viel Autofahren, durch viel Industrie, durch schlicht und ergreifend viel Wohnen und viel Leben von unsereins zustande kommt. Auch das hat massive Auswirkungen auf den Wald. Stau auf der Autobahn, ständig, ja, bei Frankfurt. Gerade wenn man von der Autobahn runterguckt, weiß man, während man gerade im Stau steht, dann kann man dieses Waldbild hier ganz wunderbar da überall sehen. Da muss man nicht lange suchen. Da muss man auch gar nicht aussteigen für. Das ist so quasi ein Drive-in kaputter Wald. Oder Drive-through, so heißt das ja so schön. Steigender Wasserbedarf natürlich durch die Dürre und jetzt muss man sich klar machen, je lichter dieser Wald wird, je kaputter der wird, desto mehr brennt da die Sonne runter und desto mehr heizt sich der Boden auf, ergo, was da noch an Wasser drin ist, geht dann noch schneller verloren. Das ist ein sich selbst verstärkender Prozess letztendlich, dass wir hier eben großflächige Absterbeerscheinungen erwarten dürfen. So, und jetzt kann man das Ganze noch in Zahlen ausdrücken, nämlich mit diesen schönen Grafiken hier. Hier haben wir ganz oben mittlere Kronenverlichtung in Prozent Eiche über 60 Jahre, also die alten Eichen auf gut Deutsch. Durchschnitt Hessen ist hier diese durchgehende Linie, da ist Eichenbeschädigung bei 28%. Das ist nicht gut, aber das ist noch erheblich besser als 47% durchschnittlicher Laubverlust bei den alten Eichen in der Rhein-Main-Ebene. 47% ist katastrophal hoch. Ja? Jede zweite Eiche ist 47%. Es ist wirklich saumäßig hoch. Ja? Ich kann da gar nicht genau beschreiben. Ja, so sieht ein Wald aus, der 47% durchschnittlichen Laubverlust hat.
Und das ausgerechnet bei der Eiche, die ja eigentlich eine auch ziemlich trockenheitsresistente Art ist und die normalerweise verschiedenste Krankheitsbilder sehr langfristig überlebt. Und eine tote Eiche, gerade eine tote alte Eiche, da verlierst du einen 300-plus-jährigen Baum. Das ist schon deutlich gravierender, als wenn eine 80-jährige Fichte umfällt. Also jetzt rein von der Mentalität her auch und ein bisschen von den Emotionen. Ich will ja nicht so tun, als würden die hier keine Rolle spielen, gell? Buche über 60 Jahre, 33% in Gesamthessen, auch schon sehr hoch. Hat sich jetzt wieder leicht erholt, ne, können wir hier sehen. Und Buche ist schon auch so ein Thema. Aber dafür die Langfassung gucken. 52% jedenfalls in der Rhein-Main-Ebene. Das ist noch viel schlimmer als bei Eiche. Da ist die Buche quasi am Aussterben. Und die Buche ist der eigentlich in Deutschland flächenmäßig häufigste Baum. Von der natürlichen Waldzusammensetzung her. Es gibt eigentlich fast keine Region in Deutschland, in der eine Buche gar nicht wachsen kann. Jetzt haben wir eine geschaffen, nämlich die Rhein-Main-Ebene. Da ist offensichtlich Buchenwachstum im nennenswerten Umfang, zumindest für alte Bäume, nicht mehr möglich. Also Riesenkatastrophe. So, und selbst unsere Kiefer, die ja wirklich sehr dürreresistent ist und die übrigens als einzige heimische Baumart keinen direkten Zusammenhang zwischen ich bin alt und dann habe ich automatisch einen hohen Laubverlust oder Nadelverlust, das ist bei fast allen Bäumen der Fall. Ja, je älter, desto höher der Laubverlust. Da gibt es einen deutlichen Zusammenhang. Das hat auch die Baden-Württembergische Forstliche Versuchsanstalt neulich in einer ganz tollen Untersuchung auch nachgewiesen, dass da so ein deutlicher Zusammenhang zwischen Alter und Laubverlust entsprechend besteht. Der besteht aber nicht bei der Kiefer. Der Kiefer kann also auch deutlich alt werden und trotzdem noch gesund sein und kommt auch im hohen Alter wegen ihrer großen Anpassungsfähigkeit als Pionierbaum, eigentlich Pionierbaum, den wir aber trotzdem als Klimaxbaum sozusagen anbauen, kommt die eigentlich auch mit sehr, sehr vielen zurecht. Nicht aber in der Rhein-Main-Region, wo sie quasi ähnlich beschissene Werte wie im miesesten Zipfel von Bayern aufweist, nämlich 39% durchschnittlicher Nadelverlust. Ja, also so langsam kristallisieren sich in Deutschland die ersten Fleckchen Erde heraus, bei denen wir davon ausgehen dürfen, dass das die ersten waldfreien, dann auch irgendwo natürlich waldfreien Gebiete, wo Waldwachstum, wie wir ihn kennen, also ein geschlossener Hochwald, wie wir ihn kennen, wo das nicht mehr möglich sein wird. Das lässt sich übrigens auch nicht mehr abwenden. Ne? Also selbst wenn wir jetzt morgen die Energiewende durchziehen und solche Späße, ist der Zug abgefahren. Das wird die nächsten 30 Jahre nur noch schlimmer. Und ich sehe nicht, was man dagegen derzeit noch tun kann, außer vielleicht mal drüber nachzudenken, was das mit einem macht, dass das jetzt so ist. Ja, vielleicht. So. Aber bevor das jetzt alles ganz, 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 ganz schlimm klingt, gehen wir nochmal zurück zum Anfang und stellen fest, dass sich der Waldzustand doch netto letztes Jahr ein bisschen verbessert hat. Eine Erholung ist über die Gesamtfläche, über Gesamtdeutschland nachweisbar und auch eingetreten. Und das ist eine gute Nachricht. Das bedeutet aber eben nicht, nur weil jetzt mal ein gutes Jahr kam, dass der Karren sozusagen wieder aus dem Dreck gezogen ist. Macht damit, was ihr wollt. Und das war die Kurzfassung, die immer noch nicht kurz ist, aber doch deutlich kürzer als die Langfassung. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal.